Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Pole Dance Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Ich möchte euch heute eine Figur zeigen, den Bump Slide, wie ihr von oben aus dem Basic Invert oder beispielsweise auch aus dem Shoulder Mount wieder richtig schön nach unten kommt in einer Grätsche oder in einem Split. Manchmal macht es auch bloß die Perspektive und ich zeige ihn euch erstmal. Slide. Worauf ist zu achten? Was ist wichtig? Schauen wir es uns an. Zunächst müsst ihr nach oben, dann lasst ihr euch aus dem Inverted Crucifix richtig schön nach unten hängen. Wir lassen uns an der Stange tief gleiten und jetzt ist wichtig, dass ihr die Hände nicht zu nah an der Stange positioniert, denn zwischen der Stange und euren Händen braucht ihr Platz, um euer Becken drehen zu können. Ihr wandert also mit den Händen 30 bis 40 cm weit nach vorne. Ihr schiebt euch nach vorne, bis die Schultern über den Handgelenken sind. Jetzt lasst ihr ein Bein fallen und bringt die Stange an die Innenseite des Oberschenkels. Not in the middle. Jetzt bringt ihr das zweite Bein dazu und jetzt ist es wichtig, dass ihr euer Becken dreht und durch die Beckendrehung die Beine nach vorne bringt. Und hier in der Position nicht aufhören, das Becken weiter nach vorne drehen und zum Sitzen kommen. Ganz zum Schluss schön aufrichten, die Schultern schön tief ziehen, damit ihr eine schöne Linie habt und immer auch auf die gestreckten Zehen achten. Ich versuche jetzt ein bisschen eine andere Perspektive, damit ihr seht, die Optik des Mittelspagats ist tatsächlich viel nur Optik. Sobald die Hände auf den Boden kommen können, setze ich sie 30 bis 40 cm vor der Stange ab. Ich schiebe mich nach vorne, sodass ich guten Druck auf meinen Handgelenken habe und bringe das Bein, wo die Wade an der Stange ist, zunächst lasse es fallen. Ich schiebe mich mit dem Po schon ein bisschen zur anderen Seite rüber, damit ich sicherstellen kann, dass ich wirklich nicht in die Mitte komme. Ich bringe das zweite Bein dazu. Und jetzt seht ihr, die Beine sind hinten und ich drehe hier nach vorne und zwar über die Beckendrehung und richte mich hier auf und ganz wichtig, schön die Zehen strecken und die Bewegung aus der Beckenkippung beginnen und auch beenden. Das ist unser Boom Slide. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.